Oh, scheiße. Die junge Generation, hör mal, ihr habt doch nicht mehr alle Kisten auf dem Laster, oder was? Millennials und so, ne? Da muss Dr. Fred kommen und euch mal ordentlich den Puls fühlen. Nichts mit Corona zu tun. Hinten in der Show ist Thilo Jung, der wird euch dazu... Das ist ein vernünftiger Junge. Im Gegensatz zu manchen. Ich sag ja keine Namen. Sondern ehrenwerte Boomer wie Sigmar Gabriel, Annegret Kramp-Karrenbauer, Dingsbums Högel von der SPD. Ihr werdet schon sehen. Vor allem meine Rechnung hinterher. Wenn man einen Fleischskandal hat, heuert man Sigmar Gabriel oder ist er es? Noch ein Fleischskandal. Annegret Kramp-Karrenbauer, die CDU-Nachsitzende, gesteht im ARD-Sommergespräch, was viele längst ahnen. Das neue Magnum geföhnte Ratte. Lecker. Außerdem sagte sie noch irgendwas zu KSK, Bundeswehr und Rechtsradikalismus. Das ist nicht nur das KSK, sondern die gesamte Bundeswehr und andere Sicherheitskräfte. Wir Alete-Soldaten vom Kommando Ed von Schleck machen jetzt ein interessantes Experiment und lassen dasselbe 4 Wochen früher irgendeine hergelaufene SPD-Vorsitzende sagen. Latenter Rassismus bei den Sicherheitskräften. Reaktion: Die Medien schäumen. Heftige Kritik, die eigene Partei mosert Populismus. Die Union schickt Hasso Ziemiak in die Spur. Fazit: Einmal mehr funktioniert die SPD als Vorkotzer für die CDU. Im Grunde wissen es alle oder ahnen es, irgendwie gibt es Rassismus und Nazis bei den Sicherheitskräften. Und wenn das mal endlich erforscht ist, untersuchen wir, warum Medien unfair mit Esken umgehen. Bis dahin ist aber noch viel Zeit oder wie wir Alltagsrassisten sagen, nogger dir ein. Liebe rund 700.000 18-Jährige, oder war das jetzt schon zu kompliziert für euch? Ihr werdet volljährig. Hier spricht für euch jetzt mal euer guter Onkel Boomer. Dürft jetzt einen Führerschein machen, Brokkoli rauchen und hinaustreten in eine von mir persönlich liebevoll für euch vorbereitete Welt. Ja, da haben jetzt natürlich nicht viele Lust, so plötzlich ein soziales Pflichtjahr zu machen. Ein Zwangsdienst, um Kindergarten, Soldatenfriedhof oder noch schlimmer, als Gehilfe der Gehilfen. Lieber lernt ihr was von diesem adrett gegelten Urkundenfälscher. Wie man sich eine Bäckeler... Hey Boomer, Bachelor. Ah, eine Bachelorarbeit zusammengegoogelt. Außerdem hat er für euch 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt. Damals machte man sich Sorgen, ja, ohne Wehrpflicht kein Zivildienst, ohne Zivildienst, Pflegenotstand. War natürlich völliger Quatsch, Propaganda. Denn heute wissen wir es besser, heute haben wir den Pflegenotstand. Zum Bund gehen offenbar auch nur Leute, die mit ihrem Nazi-Problem nicht allein sein wollen. Jetzt glauben ja manche, das könnte man lösen, indem man euch wieder hinschickt, herholt, Zwangsdienst, freiwillig, egal, ja, leckt mich am Arsch, beziehungsweise nein. Also Arsch, da dürft ihr schon Papier nehmen, das lernt ihr dann als Zivis im Altenheim. Derzeit machen knapp 40.000 einen freiwilligen Dienst, den Bufdi, aber viele davon, von diesen 40.000 sind sogar älter, manche sogar Boomer. Soziale Verantwortung. Lernt ihr noch. Dann gibt es noch ungefähr 10.000 Freiwillige beim Bund und dann bleiben von eurem Jahrgang 650.000 Leute. Naja, okay. Also ich gebe zu, ihr leistet ja auch soziales Engagement. Ihr müsst freitags Schule blau machen mit dem Thunfisch da aus Schweden. Ihr müsst euch freuen, dass wir für euch die Atomkraftwerk demonstriert haben. Und viele von euch leisten ja auch Zwangsdienst bei den sozialen Netzwerken. Da überwacht ihr, dass MassenmörderInnen korrekt gegendert wird und schreibt auch Petitionen, damit Carola Rakete weiter freiwillig Zivildienst leistet. Schließlich, ey, der Dienst war reine Männersache, Frauen durften überhaupt nie mitmachen, das ist sowas von gestern. Überredet, wir, eure Boomer, schaffen für euch aus Liebe neuen Zwangsdienst. Für Frauen, für Männer, für alle. Erstens braucht die Bundeswehr euch dringend. Zweitens müsst ihr dann nie mehr vom Balkon zwangsfiedeln. Und drittens könnt ihr selber pflegen. Wir machen auch eine schicke Gewissensprüfung. So, hier setze ich da mal hin, Gewissen auf den Tisch. Und nur derjenige, der überzeugend darlegen kann, dass er im Ernstfall auf irgendjemanden schießt, muss zur Bundeswehr. Alle anderen dürfen Zivildienst machen. Weil wir aber auch noch eure Lieblingseltern sind, verraten wir euch, das will zurzeit leider überhaupt nur die AfD, also wieder zur Wehrpflicht und in so eine durchgeschmorte SPD-Wehrbeauftragte. Und ich, euer Boomer. Und bevor ich jetzt sage, mir hat's auch nicht geschadet, sagt ihr, puh, dem hat's aber geschadet, sind wir quitt. Lange nichts gehört von Bommel-Bodo.
Schiff Bodoman, der Hals-Nasen-Ohren-Bär aus Sinsheim, hat gerade mal wieder eine neue Partei gegründet. Nicht zu verwirren mit Widerstand 2020, die noch irgendwie im Internet modert wie Schlachtvieh vor der Tönniesbude. Corona-Guru Bodo hat auch neue Freunde gefunden, etwa Heiko Schöning, Arzt aus Hamburg. Bisher hervorgetreten beim Ärzte-Schachturnier 2014. Dr. Med Heiko Schöning, der alle 10 AIDA-Schiffe mit seinen oft lebensrettenden Halskühlkrausen zur selektiven therapeutischen Hypothermie über die Karotiden auf. Ja, wer hätte seither jemals wieder von Corona auf Kreuzfahrtschiffen gehört? Und Dr. Martin Haditsch, Gesundheit. Er arbeitet bei einem österreichischen Reisemedizinanbieter, wo man sich gegen alles impfen lassen kann für Geld, außer natürlich gegen Impfgegner. Und den Anblick seiner gefürchteten Augenkarieskrawatte. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Nach Feierabend hatten die drei Spin-Doktors noch Zeit, in Laubsägearbeit eine hochwertige Kopie der Bundespressekonferenz zu basteln. Mit diesem lustigen Dekokostüm will es die ärztliche Exilregierung aber nicht bewenden lassen. Wir bitten daher auch den Verein Bundespressekonferenz, die Räume zu öffnen. Für uns und auch für die internationale Presse. Herzlichen Dank. Endlich mal was anderes als die Räume eng machen und Jogi Löw. Wenn Corona wirksam bekämpft werden kann, indem diese drei eitlen Gockel in die Bundespressekonferenz dürfen, dann sollte es uns das wert sein. Aber wir können natürlich nicht über den Obacht, Kopf von Thilo Jung verfügen. Hallo Herr Jung. Jo, hallo Herr Küppersbusch. Also ich habe ja schon eine Menge verrückter Typen in der Bundespressekonferenz erlebt, aber ich weiß nicht wirklich, was die in der BBK sollen und ich weiß auch nicht, was ich die fragen soll. Also da fällt mir, selbst mir, keine Fragen mehr ein. Die entlarven sich ja schon selbst. Hört mal zu, Millennials. Wir Boomer, wir wissen noch, was eine Flipside ist oder eine B-Seite. Hier ist eine von 1973. B-Seiten. So, wer es rauskriegt, 73, Flipside von einer damals veröffentlichten Single, 48 Euro. Wo kriege ich jetzt 48 Euro her? Kannst du mir einen 50er leihen? Klar. Den zwei behalte ich.